Moin Moin und willkommen zurück zu Lego City Undercover. Heute wieder mit mir. Und ja, wir waren jetzt hier und gehen hier jetzt rein. Wieso der Teil so komisch geteilt worden ist, es ist einfach so, dass... Normalerweise mache ich ja hier so einen schönen Cut zwischendurch. Gewagter Diebstahl. Aber nee, irgendwie dieses Mal nicht, weil... Ich denke mal, dass ich mache ja die Tonspur dann ja auch ein bisschen cutten so, und ich denke mal, dass es deswegen war, dass er einfach gedacht hat, Leute, heute nicht mit mir, macht das heute bitte so. Bist du sicher, dass du den Strom abgestellt hast? Ja, die Lampe am Verteilerkasten war rot gewesen. Du, übrigens, mein Arzt sagte mir heute Morgen, ich wäre farbenblind. Bist du blöd? Hört's, bringt's ihn zum Hubschrauber. Ich mein, Spital. Und wer übernimmt jetzt seine Schicht? Ich nicht. Nein, kein Fall. Ich hab was vor. Nein. Niemals. Wie wär's mit mir? Du sollst eine Wasserleitung legen, nicht die Welt retten, du Depp. Na schön, du brauchst deine Uniform. Du, gib ihm deine Klamotten, deinen Helm und deinen Hammer. Wow, lass mal. Das mache ich schon lieber selbst. Gut, du machst das selbst. Das ist sehr schön. Und die Maus macht hier gerade bei mir hier Party. Du musst das Fass verschieben. Schieb's da drüben zu dem Hütchen. Wird erledigt, Chef. Ja, ich muss auch wissen, wer von denen hier mein Kontakt ist. Ja, der nächste Chef. So. Beeil dich und ab durch die Tür. Hast keine Brechstange? Ja, also, jeder Mensch hat eine Brechstange bei sich. Ihr habt bestimmt auch bei der Schule, bei der Arbeit immer Brechstangen dabei. Also, wer um Himmels Willen nicht? Also, ist es doch Witz, oder? Freigeschaltet! Chase McCain, Bomberbeutel. Damit haben wir alle. Wir sind Bomberbeutel. Hör mal, reparier den Verteilerkasten. Aber bitte, ohne Kollateralschaden. Wird erledigt. Nicht Schaden, doch Schaden. Ja. Sehr schön. Damit können wir also diese Stromkästen in ganz Lego City schon mal bist du Jimmy? Ändern. Hab eine Nachricht von Rats. Du sollst deinen Kran von hier klauen. Muss weiter. Das war ja kurz und knapp. Ja, und andersrum, unser Ausbilder hier, der steht hier auch neben. Also, der hat auch absolut nichts mitbekommen. Nein, absolut nichts. Was ist das denn? Okay, ist egal. So, der hat absolut nichts mitbekommen. Nö, weil warum auch? Ich hab Rückenschmerzen von der ganzen Schlepperei. Hast du es denn aus den Kien rum? Nein, aus dem Lager, aus der Baustelle. Mach dir um die Kiste keine Sorgen. Die ist entbehrlich. Oh, entbehrliche Kisten. Entbehrliche Kisten sind eigentlich immer die schlechtesten Kisten, weil das heißt für uns als Arbeiter nichts Gutes, nicht. Weil sie dann entweder von A nach B transportiert werden müssen oder weil sie irgendwie irgendwas haben, was eigentlich niemand mag. Lassen wir uns mal überraschen. Blau, gelb, grün, rot. Und blau, gelb, grün, rot ergibt. Farbmischer. Wahrscheinlich für das Rot da drüben. Für das Rot da drüben. So, Chase McCain. Können wir auch mal ändern, Volver McCain. Ja, können wir auch mal ändern. So, was haben wir hier noch? Einen blauen, das ist sehr schön. Dann haben wir hier oben noch auch einige Stats. Was freue ich mich auf ein Kästchen. Oh, Käffchen. Gut, dass ich keinen Kaffee trinke. Es gibt ja viele, 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 viele Kaffeetrinker. Na, ich bin Gott sei Dank keiner davon. So. Leiter auch nicht zerstören, okay. Hätte ja sein können, dass wir eine von 18 Leitern zerstört jetzt haben. Einen Kaffee. Joa, ne? Ja. Aber nein.
Kacke. Ich wollte den noch haben. Oh, hier müssen wir mit unseren Bergarbeiter McCain mit Stinker. Stinker. Fletcher. Eins von fünf. Fünf so welche Dinger. Gut, machen wir alle fünf platt. Am besten mit der Dampfwalze. 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 Der ist Roller. Du wisst ja jetzt, warum Roller Roller heißt, ne? Wenn du das Tor reparierst, dann kriegst du einen Keks. Versprochen ist versprochen. Oh, Kekse. Yeah, ich möchte einen Keks. Ja. Auto fahren kannst du auch nicht, ne? Gottes Willen, ey. Wenden bis zum Venti. Bis der Ventilator wendet, da wendest du auch. Was die haben. Die jahrelange Pressluftbohrerei hat bei mir jedenfalls keine Schäden hinterlassen. Schön. Ich haue mir mit dem Hammer auf die Hand. Ich versuche mal was Neues. Im Vorspieler. Oder ich überwalze dich mit meiner Dampfwalze. Da sind aber überall so welche Steine. Das Projekt voran. Mein Parterre lief noch alles super. Das erste Stockwerk war da schon ein ganz anderes Geschoss. Das mit der Dampfwalze war witzig, aber kann ich nicht noch was Größeres fahren? Einen Kran eventuell? Dir einen Kran anvertrauen? Du bist doch ein Weichei. Danke auch. Beweis mir, dass du ein echter Bauarbeiter bist. Reparier die Plattformsteuerung da. Irgendein anderes Weiche hat die Teile im Pool gelassen. Ich sag ich eben nur, dass Kaffee nicht mein Ding ist. Ob die mich feuern, wenn ich zugebe, dass ich Teetrinker bin? Ja. Mein Cousin ist nicht mehr bei der Polizei, weil er keine Donuts mag. Oder was wegen des geklauten Computers? Ja, das ist fraglich. So, was ist hier? Verkleidung mit Kaffeepause. Hm. Er hat auch von Kaffee geredet. Ah, okay. Also diese ganzen komischen Dinger, die sind für den Bauarbeiter McCain. Eins von drei. Es gibt auch hier davon Kaffeepausen. Super, toll. Noch mehr Aufgaben. Als ob es nicht genug Aufgaben gäbe. Nein. Ja, noch eine Aufgabe. Eine nach der anderen aus. Räuber McCain. Mach auf. So, Räuber McCain kann natürlich keine Elektrizität irgendwie ändern, aber dafür Bauarbeiter McCain. Den können wir auch eigentlich, glaube ich, relativ früh mal ändern, würde ich mal sagen. Ich weiß gar nicht, ob wir schon einen anderen Art Arbeiter haben. Also vielleicht können wir den ja irgendwie ändern. Zum Architekten hätte es bei mir auch gereicht. Hab schon mit 5 Baupläne gezeichnet. 5? Ja. Wenn wir weniger Kaffee trinken und mehr arbeiten würden, wären die Projekte vielleicht auch früher fertig. Ja, das ist auch so eine Frage an sich, ne? Für Elbphilharmonie in Hamburg. Müssen wir nicht noch mehr Projekte für diesen Escher erledigen? Ne, ich will nur sagen, die Elbphilharmonie in Hamburg, die braucht und braucht und braucht und braucht. Und es sind aber andere Gründe für die Elbphilharmonie. Absolut. Aber die Sache ist die... Hätte man das vorher geplant, wäre die entweder nicht gebaut worden oder sie wäre kostengünstiger gewesen. Roter Stein. Ich denke eher, das zweite ist realistischer. Es wäre günstiger gewesen. Aber, ne, Steuerzahler. Na, haben wir Geld. Geld haben wir. So, wird teleportiert zu hier oben hin. Aber warum um Himmels Willen werde ich hier oben hin teleportiert? Ich lediglich finde diesen Stein oder was? Noch naja, okay. Eine halbe Stunde bis zur nächsten Kaffeepause. Oh, das tut mir aber leid. Gut, also ich habe jetzt Strom hergestellt für den Dings da. Und dann konnte ich damit da hoch. Aber. Das ist jetzt nicht wirklich, ne? So, Stinker. 3 von 5. Würde ich jetzt auch gleich auch mal... Geht das? Nein, schade. Hier vielleicht, okay. Dann noch eine Kaffee...
Du hast doch einen Bohrer. Du weißt nicht mehr, wie es funktioniert. Ich hab die totale Erinnerung, wie es geht. Das ist gut. Das freut mich. Da hinten sind auch noch Steine. Ganz viele Steine. Vier Steine, 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 Steine. 4 von 5. 4 von 5. Der Vorarbeiter erinnert mich an wen. Ist das jetzt hier 5 von 5? Ne, das war einfach nur ein loser Stein, der zwischendurch mal dachte, ich möchte mal ausbrechen. Gut, so. Was haben wir denn eigentlich jetzt? Also die Kaffeepause, da ist 5 von 5, damit haben wir eine Polizeimarke. Kaffeepause, da müssten wir jetzt noch 2 machen. Bekleidung mit Pressluftbohrer. Das ist hier zum Beispiel. Dann machen wir mal eine Pause. Aber ihr nicht. Ihr dürft jetzt erstmal jedes Mal, wenn eine Kaffeepause macht, ne, setzt euch einen Tee oder sonst was auf und dann, ne, auf Ex. Was heißt auf Ex, mag der eine oder andere jüngere Zuschauer sagen. Das nennt man, wenn man zum Beispiel ein komplettes Glas auf einmal trinkt. Das nennt man dann auf Ex. Auf Ex getrunken heißt, wenn du den kompletten Inhalt trinkst. Sehr schön. Oh, Pressluftkammer. Kann ich jetzt die anderen Sachen nicht kaputt machen? Na gut, dann nicht. A, drücke A und Pressluftkammer. Ich hab doch da eben gerade gebohrt. Wenn der A extra will. Okay. Ah, okay, wir sollen aus, wie ich sag mal, aus versehen die Leitung kappen. Das ist wahrscheinlich dann überall da, wo diese Dudeli Dudeli Schnutz 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 sind. Die Dudeli Schnutz Schnutz Schnutz, was ist das denn? Deutsch, ey. Katastrophe. Und das meine ich nicht den Katastrophe. So, haben wir jetzt hier noch irgendwo eine Kaffeepause verpasst? Ich weiß ja nicht. Nur keine Kaffeepause verpasst hier. Unser Ausbilder ist auch völlig überwältigt von unseren Fähigkeiten. Bestimmt ist da oben irgendwo eine. Müssen wir auch bestimmt noch hin auf dieses Ding dort. So, und die letzte ist hier. Jetzt habe ich da was reingelassen, aber ich glaube, das ist wohl. So, 4 von 4. Ist hier oben? Gut. 4 von 4. Hast du die Teile schon gefunden? Nee, aber ich habe das hier gefunden. Vielleicht können wir damit auch irgendwie Beton mischen. Such die Teile! Okay, damit kann man keine... Ja, alles gut. Hä? Ah, okay. Rückwärtsgang. So, wahrscheinlich deswegen, er konnte das Ding nicht zusammenbauen. Ja, er konnte das nicht zusammenbauen. Weil ihm das zu viel ist. Weil ihm das zu viel ist. Schalter. Yeah. Okay, dann gucken wir mal weiter. Irgendwo muss ja die nächste Kaffeepause sein noch. Hier unten irgendwo was in den Ecken versteckt. Das ist ja auch ganz tückisch in diesem Spiel, dass sie das ja so in den Ecken verstecken. So. Nichts in den Ecken verstecken, sondern rot. Rot, grün, blau und gelb. So. Farbmischer oder was gibt's? Aliens jagen wird ja schwierig. Aliens jagen wird schwierig. Okay. Ah, das sind Räder. Schnell, reparier die Plattformsteuerung. Wir hinken hinterher. Das ist schon der 6. Tag heute. Hol die Kisten mit der Plattform runter. Arbeitet hier sonst eigentlich noch wer? Oh, tut mir leid, falls das jetzt gemein klang. Ja, aber das ist doch so. Ey, überlegt mal, 6 Tage. Ich habe das jetzt innerhalb von, wie viele Minuten?
ne? Habe ich das jetzt ganz alleine geschafft, du Leute. Du willst also den Kran steuern? Ja, ja, dann ab durch die Tür da oben. Gut, dann ab und durch die Tür da oben. Oh, wer war das mit der Wand da? Idioten! Sprengen Sie gefälligst in die Luft! Ja. Der verlangt auch viel, ne? Überlegt mal, ihr würdet da jetzt arbeiten. Sag mal, verstehst du nicht einmal eine einfache Anweisung? Hä? Keine Antwort? Gut so. Ja, also... Ne, da denkt man sich auch manchmal, der Chef, ey, oh, schlimm. Gott sei Dank ist jetzt bei mir nicht so. Jetzt leg schon einen Zahn zu. Gott sei Dank ist es bei Dynamit mir. Dynamit findest du im Lagerraum. Ich glaube, das wäre grausam, wenn mein Chef selber nicht wüsste, was er will. Ich glaube, dann würde ich echt verzweifeln. Weil eigentlich, der Chef muss ja eigentlich wissen, was er will. Ja, und von einem oder beim Unternehmen. Also wenn er das nicht weiß, dann ist er, glaube ich, nicht so richtig qualifiziert dafür als Chef. Gibt ja extra Seminare dafür sogar. Das habe ich erst kürzlich gehört. Man kann Seminare mitmachen, wo man dann lernt, wie man ein richtiger Chef wird. Wie wird man ein richtiger Chef? Ja, das ist nichts mit hier. Ach komm, Füße hoch und lassen wir machen und ne, wie ist das jenes? Nö, nö, nö. Das muss richtig durchdacht sein. Ne, Führung von Personen und wie, was, wo, wann und wer mit Gehalt und sonst was, mit dies, das, jenes. Man muss sich als Chef mit so vielen Sachen eigentlich auskennen. Erst recht, weil man oftmals derjenige ist, der die Erstanlehrlinge anlernt. Es ist oft so, es ist nicht immer so. Oder halt sich jemand sucht, der sowas hat, aber, ne? So, ganz viel Stats, 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 ganz viel Stats, noch mehr Stats. So, dann würde ich sagen 80%, ne? 80%, 80%, so, dann gehen wir mal runter, 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 runter. Oh, oh nein, der Vorstoß funktioniert nicht. Reparier den Verteilerkasten darüber. Gut, dass ich den Helm auf hatte. Merke immer noch, wo mich der Stein erwischt hat. Ja, das mag man sich an Abschluss oft fragen. Ey, ist hier eine Kaffeepause? Ist keine Kaffeepause. Aber warum? Egal. Hier ist eine Kaffeepause, hier ist die dritte Kaffeepause. 3 von 3 Kaffeepausen bestimmt. Außer es ist hier ein Extra, das wäre Arschi. Das wäre richtig Arschi. Und 3 von 3. Zweites Teil. Dann machen wir mal hier ein bisschen Klopf, Klopf. Klopf, Klopf, Klopf. Wer ist da? Ich bin der Elektriker. Auf Wiedersehen. Was? Kannst du keinen Fahrstuhl benutzen? Doch, kann ich. So benutzt man den Fahrstuhl. So. Lösch das Feuer. Moment mal. Warum brennt das Gebäude überhaupt? Ja. Welcher Depp hat das Gebäude angesteckt? Der wird hochkantig gefeuert. Der muss mindestens die Hälfte des Reparaturkosten übernehmen. Mindestens. Wenn nicht sogar noch mehr. Weil das ist ja schon Vandalismus. Obwohl, warte mal. Wie nannte man das, wenn man eigentlich seine eigene Arbeit sabotiert? Weiß gar nicht. Gab extra einen Namen dafür. So, Hühnchen hat erstmal nichts geschafft. Was ist das? Da unten ist ein dieser Stein. Wie kommt man denn da hin? Ah, okay. Da gibt's einen extra Gang. Dreh das Gasventil zu! Häng dich voll rein! Ja, mach ich. Da kommt man irgendwie hin. Und die Frage lautet jetzt wie? So. Okay. Wahrscheinlich muss man da irgendwie überspringen. Ich weiß es nicht. Und von da kamen wir ja von dort unten. Naja. Ich hoffe, dass das nicht allzu wichtig ist.
Und wenn überhaupt. Wir haben ja fast genug. Stars. Shit. Ja, okay, so kann man auch Stars holen. Was ist los mit dir? Du kriegst keine Tür aufgebrochen? Bist du ein Weichei? Ja, klar bin ich eins. Und du bist der voll. Ich will's nicht sagen. Was würdet ihr sagen? Wenn ihr echt sagen könntet, was ihr wollt. Jetzt nicht zu mir, sondern zu dem Ding. Zu ihm hier. Der Nervensäge Nummer 1 hier, den Ausbilder, der denkt, dass er der Tollste ist. Ja, selbst nicht besser machen. Worauf wartest du denn? Okay, andere Seite, Kontrollpunkt. Wow. Freigeschaltet, Roller. Yeah, wir können die Dampfwalze spielen. Ich will gleich die Dampfwalze noch kaufen. Vielleicht erinnere ich mich dann beim nächsten Mal, dass ich die Dampfwalze spielen wollte. Vielleicht auch nicht. So. Hier hinten ist was. Ich hab's gesehen. Da komm ich aber nicht hin. Och, dann. Mann! Hier gibt's doch bestimmt irgendwo einen zweiten davon! Kann ich irgendwie helfen? Eher nicht. Mir ist der Schlüssel zum Torhäuschen runtergefallen und der Hund ist damit abgehauen. Kannst du ihm den Schlüssel nicht wieder abnehmen? Oh, natürlich. Ach nein, warte. Ich wollte eigentlich meine Hände behalten. Echt? Du wolltest deine Hände behalten? Ich auch. Und du? Ich habe auch probiert. So, das ist Ding jetzt auch nicht. Hätte ich mein Mittagessen aufgehoben, hätte ich jetzt damit den Hund aus dem Zwinkern locken können. Also heißt das entweder jetzt Mittagessen holen oder ignorieren. Frag mich sowieso, was er mit einem Schlüssel will bei all den Knochen, die er hier verbuddelt hat. Knochen verbuddelt? Dann suchen wir jetzt mal nach Knochen. Dann suchen wir nach einem Knochen. Oh. Wow. Das sind aber, klar, müssen das ja vier Spuren sein. Ich wollte gerade fragen, warum sind das vier kleine Dinger? Es ist doch der Hund. Der Hund hat das doch verbuddelt, ja. Verbuddelt. Hoffentlich führt mich die Sache mit dem Kran direkt zu Rex. Ja, und wenn nicht, ja, dann ist Kacke gelaufen, würde ich sagen. Würde dich echt sagen, dann ist Kacke gelaufen. Bitte. Schlüssel. Der Schlüssel! Du hast meine Haut gerettet, Kumpel. Na los, schließ mit ihm das Torhäuschen auf. Hab ich. So, und aktivieren. So, damit haben wir Strom. Und die Tür geht auf. Kann man nochmal hinter dir. Ja, schön. Man kann das hinter dir auch zerstören. Dann gehen wir hier mal rumgucken. Wir sind hier alles noch so offen ist. Und zwar hier ist nichts mehr. Hier ist ein grünes Rohr. Kann man das zerstören? Nö. Ah, da hinten ein Farbmischer, okay. Gehen wir mal rum. Farbmischer muss jetzt auch noch mit Strom beliefert werden. Auch interessant. Bislang sind die ganzen Farbmischer ja ohne Strom gelaufen. Oder war das Solar? Oder Batterie? Aber wenn sie auf Batterie laufen, warum um Himmels Willen sind sie dann jetzt... Das kann also ganz schön heiter werden, wenn es jetzt so weitergeht, dass die alle nur mit Strom laufen. So, dann gehen wir hier rum. Mal das an. Kriegen ein paar Stats. Satz. Alles wäre volle Stats. Hier oben ist irgendwas zum Zusammenbauen. Und. Ja. Ja. Nein. Danke. Das Spiel wollte jetzt gerade nicht wieder. Freigeschaltet. Sehr schön. Und ein Lego-Kopf. Eins von drei. Gut, müssen wir drei Lego-Köpfe gucken. Drei Lego-Köpfe. Dann machen wir hier unten lang. Spitzhacke. Nur Verkleidung mit Spitzhacke. Noch zerstören.
Hab ich doch. Okay. Mal weiter. Was haben wir hier noch? Oh, da oben haben wir einen Superstein. Den möchte ich haben. Ja, irgendwann muss ja auch der Superbau kommen. In jedem Level ist ja mindestens ein Superbau. So, dementsprechend brauchen wir natürlich auch diese Sachen. Und zwar, zack. 69.000. Oh, das Spiel hakt wieder. So. Und Pressluft. Warcraft. Okay, und hier kommt man so rüber. Okay. So kommen wir eigentlich normalerweise hier hin. Okay. Pressluftbohrer. Das spreche alle Objekte, okay. So brechen wir mal Objekte. Das was zum Zusammenbauen. Und zwar. Ah, das Zeichen der des Herstellers. Lego City Held. Gut. Dann müssen wir die hier wohl. Ja, alle zerbrechen. Zerbrechen. Hier ist keine exklusive Ware dabei. Und wenn doch, ja, dann ist Pech gehabt. So, kriegen wir das dafür? Wohoho. Aber Verkleidung wird es nicht geben. Na gut, dann nicht. Keine Verkleidung. 79.000, ey. Das ist doch krass. So. Hier brauchen wir. Ah, okay. Deswegen brauchen wir wahrscheinlich eine Spitzhacke. Weil hier was ist. Und zwar ein Geheimnis. Ich hoffe echt nicht, dass ich jetzt mal irgendwie zu früh irgendwo bin, wo ich nicht sein sollte. Zu früh irgendwo sein sollten. Hier ist was? Warum ist da was? Da ist doch nichts. Oder ist da doch was? Okay, irgendwas zum Zusammenbauen. Und zwar ein Bagger, ein schicker Bagger. Da baggern wir jetzt mal. Mit wem nutze die Fernbedienung für den Bagger, um kleine Haufen Lego-Schutt auszugraben. Das ist Lego-Schutt. Okay, halt B gedrückt, um vorwärts zu fahren. Ich habe jetzt gar nichts gedrückt. So. Sehr schön. Keine Ahnung. 1,4. Ah, mit B rückwärts. Okay. Es ist ja auch sehr wichtig, rückwärts zu fahren. So. Schutt nehmen. Schutt wieder abladen. Nein! Ich wollte das jetzt nicht. Okay, dann kriegen wir den halt nicht. Aber ich denke mal, wir müssen jetzt den anderen Schutt jetzt nicht nochmal machen. So, und da über sind auch keine Symbole, da oben zum Beispiel. Das ist ein kleiner Bagger. Oh, als kleiner Junge habe ich nie wirklich Bagger gefahren. Ja, das fand ich immer nicht so toll. Oh, da oben ist auch noch was. Ein Superstein. Fand ich nicht so toll. Mit einem Spielzeugbagger. So, was ist hier? Das Polizeimarkenteil. 3 von 4. So, dann müssen wir jetzt hier irgendwie noch rankommen. Sehr schön, sind wir. 89.000. So. Jetzt überhaupt. Also, eins fehlt noch. Hier irgendwas in der Ecke. Nein. Hier was in der Ecke. Nein. Gehen wir mal hier hin. Hier waren wir ja eigentlich. Da bist du ja. Was? Wie sind Sie denn? Ich bin nicht der Albert, sondern der Werner, sein Zwilling. Oh. Ja. Ah, check. Dachte, Sie würden anders aussehen. So. Du willst also einen Kran steuern? Ja. Dann baust du am besten erstmal einen. Ah. Oh. Komm gut, schon, auf deswegen. Geht's.
Sehr schön. Deswegen brauchen wir das Ding zum Zusammenbauen. Das ist wahrscheinlich das Letzte. Eine Ente. Ente, 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 Gans. Ach, schick, dass sie auch eine Ente eingebaut haben. Sehr schick. Obwohl, Enten, ich finde ja Enten nicht so toll, ne? Gibt ja bestimmt auch viele, viele Entenfans. Vielleicht auch nicht unter euch, wenn ihr doch Entenfans sein solltet. Wie viele verschiedene Arten gibt es von Enten in Deutschland? Würde mich mal interessieren, jetzt nicht bei Wikipedia nachgucken, ne, sondern halt sagen, wie viel es geben könnte. So, also wie viel ihr kennt, also so in eurem Gebiet. Wenn ihr Entenfans seid, aber ich denke mal... Wenn ich genug Steine für den Superbau habe, könnte hinkommen. Ich denke mal, es wird bestimmt unter euch ein... Ich will das Ding kaputt machen? Geht nicht, gut. Es gibt mindestens einen, der ein Entenfan ist. So, Industriekran. Ich weiß gar nicht, haben wir jetzt vier solche Dinger eingesammelt? Ich hoffe es. Du kannst dann den Kran steuern, dann bewahr es. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt da alles eingedingst haben müssen. Dann? Bring den Kran zu dem Gebäude da drüben. Hurtig. Hurtig? Jawohl, Sir. Ah, Vorwärtsgang. Nicht immer als erstes rückwärts ansetzen. Das wäre natürlich jetzt nicht der Schlauste. Ja, Optimum rausholen, würde ich mal sagen. Und nicht Minimum. So. So, es fehlt noch eine Verkleidung. Toll. Keine Ahnung. Gehen wir mal hierher. Nimm den Kran, um die Rohre anzuheben. Ich könnte sie mit meinen bloßen Händen anheben. Genau. Hey, okay. Ab in den richtigen Graben damit. Ah. Keine Fehler. Jetzt. Die anderen. Wo soll's denn hingehen? Keine Sorge. Ich komme wieder. Stört dich hoffentlich nicht, dass der Kran weg ist, wenn du wiederkommst. Denn damit werde ich Rex hochgehen lassen mit dem sehr, sehr langen Arm des Gesetzes. So schlecht war der nicht, oder? Gerade das wollte ich auch sagen, Chase. So schlecht war der jetzt nicht, ne? Gut, dann. Wir haben unsere Arbeit getan. Tschüss. Tschüss. Überrollen dich mit mal, ne? Du bist ganz relaxed. So. Double du hast den Kran, Jimmy. Klasse. Rex wird begeistert sein. Ja? Ja, bring mir das Ding zu Rex, wo immer er auch ist. Du bist mir ein Spaßvogel, Jimmy. Mit dem Kran haben wir was ganz anderes vor. Ich mach das Tor auf, damit du ihn hier rauskriegst. Alles klar. Dann überrollen wir dich erstmal und dann bringen wir ihn raus. Raus aus dem Kran, Jimmy! Klar! Warte eine Sekunde! Hey! Danke! Ich muss ihn nämlich zur Sternwarte fahren. Warte hier und pass auf, dass mir keiner folgt. Ich hab da so ein Gefühl, dass heute Nacht jemand versucht, die Gang zu unterwandern. Nein! Doch! Triff mich da oben in 10 Minuten! Gut, gut! Verkleidungen sind genau mein Ding. Ach! Ausgerechnet heute habe ich meine Brille vergessen! Oh je, oh je, oh je, gewagter Diebstahl! Ja, 10 Minuten, ich würde sagen, das dauert noch einen Tag. Stats mal 6, sehr schön. Polizeimarken haben wir. 1, 2, 3, 4. Volle Marke. So, und somit haben wir auch... Ach ja, stimmt, gibt ja auch noch... Wir haben ja auch noch die ganzen Autos gefunden, 2 Stück. Nämlich unter anderem den... Das ist unser Walzer. Den Patrick haben wir auch noch.
Patrick Moment. Nein. Erinnert mich irgendwie an einen alten Klassenkameraden. Der sei gegrüßt, sei er ein Zuschauer hier gewesen in diesem Teil. Ich glaube eher weniger, aber trotzdem, er sei gegrüßt. 174 haben wir schon lange und damit sind wir bei 194. So, und ich würde jetzt sagen, wenn es möglich ist, fahre ich jetzt erstmal zurück. Wir fahren zusammen zurück.